Als allererste Publikumsfrage haben wir bekommen, ich möchte in Fonds investieren. Dazu meine Frage, soll ich ausschüttende oder thesaurierende Fonds bevorzugen? Okay. Also, welche Strategie sollte man da verfolgen oder beziehungsweise was eignet sich für welchen Anleger? Gut. Okay, ja, vielen Dank für die Einsendung dieser Fragen und danke auch für die Vorstellung dieser Fragen. Es sind drei spannende Themen. Starten wir vielleicht mit der ersten Frage. Ich möchte in Fonds investieren. Dazu meine Frage, soll ich ausschüttende oder thesaurierende Fonds bevorzugen? Ja, diese Frage kann man nicht so pauschal beantworten. Das hängt immer sehr stark davon ab, welches Ziel Sie verfolgen. Wenn Sie in Fonds investieren, dann müssen Sie sich im Zusammenhang mit der Art des Fonds, beziehungsweise wenn Sie sich überlegen, ob Sie ausschüttende oder thesaurierende Fonds haben möchten oder kaufen möchten, dann müssen Sie sich überlegen, okay, möchte ich regelmäßig Geld ausbezahlt bekommen? Oder möchte ich, dass mein Geld automatisch wieder veranlagt wird? Und erst wenn Sie diese Frage für sich selbst beantwortet haben, können Sie auch entscheiden, ob thesaurierende oder ausschüttende Fonds. Also vielleicht grundsätzlich zur Unterscheidung. Also ausschüttende Fonds oder auch kurz einfach häufig als Ausschütter bezeichnet. Darunter versteht man, dass die Zinserträge aus dem Fonds nicht wieder investiert werden, sondern, also nicht nur die Zinserträge, generell alle Erträge, welche ein Fonds investiert, es können bei Aktienfonds zum Beispiel auch Dividenden sein, dass diese dann nicht wieder investiert werden, sondern die kompletten Erträge bzw. Teile davon an Sie als Anteilseigner eines Fonds sozusagen ausgeschüttet werden. Das bedeutet, Sie haben einfach in regelmäßigen Abständen, im Regelfall ist bei den Fonds einmal pro Jahr eine kleine Ausschüttung, natürlich abhängig davon, wie viel Geld Sie in diesen Fonds investiert haben. Wenn Sie 100.000 Euro in einen Fonds haben, dann ist diese Ausschüttung natürlich deutlich höher, als wenn Sie 5.000 Euro in einen Fonds investiert haben. Also das wäre die Variante Ausschütter. Dann ist halt natürlich auch so, dass Sie keine Zinsen bzw. keine Erträge erwirtschaften mit dem ausgeschütteten Betrag. Und beim Thesaurierer ist es eben so, dass Sie nichts ausgeschüttet bekommen. Das heißt, alle Erträge werden wieder reinvestiert. Das bedeutet, es werden wieder mit den Erträgen, welche der Fonds erwirtschaftet, wiederum weitere Papiere innerhalb des Fonds gekauft. Und dementsprechend ergibt sich dann in weiterer Folge auch eine Art Zinseszinseffekt. Also die Erträge werden wieder weiter oder bringen wieder weitere Erträge. Wichtig ist halt für sich zu entscheiden, möchte ich regelmäßig Ausschüttungen haben oder benötige ich keine Ausschüttungen. Ich persönlich bevorzuge für mich selbst die thesaurierende Variante. Der Grund hierfür ist relativ einfach. Ich brauche die Ausschüttungen nicht. Und aus diesem Grund möchte ich, dass die Ausschüttungen wieder investiert werden. Das ist schon mal der erste Grund, wieso ich eher thesaurierende Fonds bevorzuge als ausschüttende Fonds. Und der zweite Grund hierfür ist, dass es deutlich einfacher ist, die Entwicklung eines Fonds bei Thesaurierern nachzuvollziehen. Weil ich habe einen Kurs und dieser Kurs steigt oder fällt und ich muss keine Auszahlungen berücksichtigen. Wenn ich ausschüttende Fonds habe und ich möchte die Entwicklung genau nachvollziehen, dann muss ich immer zwei Sachen beachten. Und das passiert leider sehr häufig bei vielen Menschen. Das habe ich in meiner Bankzeit leider Gottes sehr, sehr häufig erlebt, dass eben nur die Kursentwicklung berücksichtigt wird und auf die ausgeschütteten Erträge vergessen worden ist, weil ich muss mir auf der einen Seite dann den Depotauszug anschauen und auf der anderen Seite muss ich mir das Verrechnungskonto anschauen, wie viel Erträge ich auf das Verrechnungskonto überwiesen habe.
Und erst wenn ich diese beiden Themen zusammensummiere, kann ich dann in weiterer Folge eben die Entwicklung des Fonds nachzuvollziehen. Und aus diesem Grund bevorzuge ich, unter der Voraussetzung, dass Sie natürlich das Geld nicht benötigen, also die Ausschüttungen nicht benötigen, die tesaurierende Variante. Aber wie gesagt, wenn Sie Ausschüttungen haben möchten, dann entscheiden Sie sich bitte für die ausschüttende Variante. Ja, ich glaube, damit ist diese Frage auch beantwortet. Leider Gottes gibt es beim Thema Finanzen immer nicht so die Antworten schwarz oder weiß, sondern es ist halt leider Gottes sehr häufig immer das Thema, es kommt darauf an, also welche Ziele Sie verfolgen, welche Wünsche Sie haben und so weiter. Und aus diesem Grund gibt es eben nicht immer entweder das oder das. Ja, aber wenn Sie vielleicht mehr rund um das Thema Finanzen oder das Thema Fonds oder Investieren in Wertpapiere lernen wollen, beziehungsweise sich intensiver damit beschäftigen möchten, dann lade ich Sie auch noch ganz gerne dazu ein, unseren dreimonatigen Online-Lehrgang durch Wissen zu besseren Konditionen und finanziellen Wohlbefinden zu besuchen. Und dort erlernen Sie wirklich in all den 3 Monaten, wie es Ihnen gelingen wird, durch Wissen und durch gezielte Strategien finanzielles Wohlbefinden zu erhalten. Und die Details dazu finden Sie eben auf unserer Webseite academy.businessfragen.com. Der Link ist hier an dieser Stelle eingeblendet. Ja, soviel einmal zur Beantwortung der ersten Frage. Ja, super. Danke, Daniel, für die Beantwortung der ersten Frage. Und haben Sie auch Sie noch weitere Fragen zu Fonds oder generell Finanzen im Generellen? Oder noch weitere Fragen, was ist jetzt wirklich genau, ich habe es noch nicht genau verstanden, ein tesaurierender Fonds oder ein ausschüttender Fonds, dann lasst uns das doch zusammen in den Kommentaren diskutieren.